Entdecke Rhein-Lahn. Leben, arbeiten und genießen im Rhein-Lahn-Kreis. Voltigieren und Kutschefahren sind die Schwerpunkte beim Zuchtreit- und Fahrverein Einrich in Katzenelnbogen. Ein großzügiges Gelände und eine Reithalle stehen Kindern, Jugendlichen und Junggebliebenen zur Verfügung, um ihren Sport nach Herzenslust betreiben zu können. Unser Verein bietet an Voltigieren für Kinder, einmal für kleine Kinder von 3 bis 6 Jahren. Da machen wir das Ganze sehr, sehr spielerisch. Ab 6 Jahren wird es dann ein bisschen sportlicher, da müssen die Kinder auch mal ein bisschen Krafttraining im Training machen, bevor sie aufs Pferd können, damit sie eben die Übungen auf dem Pferd auch veranstalten können. Der Verein befindet sich nach schwierigen Zeiten in der Aufbauphase. Der Zuspruch ist gut. Derzeit etwa 150, wovon, ich sag mal, gut die Hälfte Kinder sind oder Jugendliche. Die Freizeitmöglichkeiten heutzutage scheinen ja fast unbegrenzt. Überall locken Ablenkungen, Spiele, Smartphones. Warum beschäftigt sich alt wie jung auch heute noch so gerne mit Pferden? Dass es sehr soziale und gesellige Tiere sind, dass sie auch viele Fehler von Menschen verzeihen, dass sie meiner Ansicht nach wunderschöne Tiere sind. Und dass sie halt unheimlich empathisch gerade gegenüber Kindern sind. Ja. Wir haben Pferde, die sind riesengroß, wie man da hinten sieht. Und die ganz kleinen Kinder können da dran, ohne dass die irgendwas machen. Einen echten Seltenheitswert in heimischen Vereinen genießt das Kutschefahren. Vor allem die Teilnahme an Wettbewerben trauen sich viele nicht zu. Nein, das ist nicht so verbreitet. Und es ist tatsächlich, wenn man es turniermäßig machen will, brauchen wir auch eine entsprechende Anlage. Und da sind wir einer der wenigen Vereine in Rheinland-Pfalz, der so eine große Anlage bieten kann. Man braucht einen großen Dressurplatz, 80 mal 20 Meter und einen Fahrplatz zum Abfahren. Einen zum Kegelfahren, also zum Hindernisfahren. Wir haben eine Geländestrecke mit Geländehindernissen, eine Wasserdurchfahrt. Das muss man halt alles vorhalten, sonst kann man sowas nicht veranstalten. Das Kutschefahren erfordert Erfahrung und Training. Es gilt, verschiedene Disziplinen zu meistern. Wir fahren eine Vielseitigkeit, bestehend aus einer Dressur. Dann fahren wir ein Hindernisfahren durch einen Kegelparcours. Das sind Pylone mit Bällen obendrauf. Da müssen wir fehlerfrei möglichst schnell durchfahren. Und dann gibt es eine Marathonstrecke mit Geländehindernissen. Und je nach Klasse werden das halt immer mehr Hindernisse, längere Strecken oder eben auch schwierigere Parcours. Und naja, man muss halt sehr, sehr viel Zeit dafür investieren. Das ist ein großer Aufwand. Zum üblichen Umfang des vereinsmäßigen Pferdesports gehört das Kutschefahren ja nicht unbedingt. Aber wenn es einen mal gepackt hat, lässt es einen nicht mehr so schnell los. Ich bin beim Fahren groß geworden und es ist halt, Fahren ist ein Teamsport. Wir haben immer einen Tross dabei, wir haben immer einen Beifahrer dabei und wir sind in der Regel auf den Turnieren 2, 3, je nachdem, wenn man international unterwegs ist, bis zu 5 Tagen unterwegs. Das ist halt beim Reiten in der Regel etwas kurzweiliger alles und wir haben dann pro Tag 1, maximal 2 Prüfungen und haben viel im Gelände mit den ganzen Hindernissen, die wir ablaufen und sind viel unterwegs. Und das macht halt einfach den Reiz des Fahrens aus. Das ist natürlich auch eine Materialschlacht, anders wie beim Reiten. Wir fahren mit LKW, mit 2 Kutschen und Geschirren und allem drum und dran. Bleibst du bitte hier. Und das ist halt alles beim Reiten etwas leichter. Aber beim Fahren, das ist halt doch schon spektakulärer. Ferien auf einem Pferdehof gehören für viele Kinder zu den schönsten Abenteuern ihres Lebens. Auch in Katzenelnbogen freut man sich über junge Feriengäste. Genau, wir machen jetzt, bieten momentan 2-mal im Jahr. Wir wollen das noch ein bisschen ausweiten, Ferienfreizeiten an, wo die Kinder mit viel Spaß und spielerisch und ohne Stress mit dem Pferd umgehen lernen, wo sie auch Theorie und auch in der Praxis was lernen müssen, wo sie aber zwischendrin viele Pausen haben, wo sie mit den Pferden machen können, was sie wollen quasi. Wir haben es dieses Jahr so gemacht, dass jedes Kind ein Pferd zur Betreuung hat. Das heißt, jedes Pferd ist verantwortlich für sein. Jedes Kind ist verantwortlich für sein Pferd. Darf es putzen, darf die Box sauber machen. Dann machen wir halt auch sowas wie Nachtwanderungen und mal einen Film mit einem Beamer gucken und wir machen Discoabend und solche Geschichten. Einfach, dass die Kinder zum einen Spaß haben, aber auch mit viel Pausen was beim Pferd lernen. Die Beschäftigung mit Pferden ist wunderschön, ob im Sattel, auf dem Kutschbock oder im Stall. In Katzenelnbogen macht das Ganze noch mehr Spaß, dank des kompetenten und freundlichen Teams des Zucht-, Reit- und Fahrvereins Einrich. Entdecke Rhein-Lahn. Leben, arbeiten und genießen im Rhein-Lahn-Kreis. In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Lahn.